Das sind sie, die 115 Powergirls aus 12 oberösterreichischen Schulen, die hoffentlich schon bald ihre Ausbildung im MINT-Bereich beginnen. Denn darum geht's bei den Powergirls. Lust auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und vor allem Technik zu wecken. Ja, wir wollen Mut machen, wir wollen Neugier schaffen, dass Mädchen wirklich sich für technische Berufe interessieren. Aber wir wollen einen Schritt weiter gehen. Wir bieten ein ganzes Aktionsjahr, wo sie hands-on ausprobieren dürfen, neugierig sein dürfen, Fragen stellen dürfen. Und am Schluss sollte die Möglichkeit bestehen, dass das Interesse wirklich nachhaltig hält, um wirklich zu erwägen, doch in eine technische Richtung berufsmäßig zu gehen. Zum 18. Mal gibt es heuer das Projekt Powergirls der Education Group. Ein Jahr lang durften die Powergirls bei Firmenbesuchen und in Workshops in Technikberufe hineinschnuppern. Im Power Tower der Energie AG Linz hat nun die Abschlussveranstaltung stattgefunden. Zwei echte Powergirls, die tatsächlich den Weg in MINT-Berufe eingeschlagen haben, sind Helene Stadler und Leonid Dvorak. Zu behaupten, dass die Powergirls ihre Berufsauswahl und damit auch ein wenig ihr Leben beeinflusst haben, ist wohl nicht zu weit hergeholt. Bei mir tatsächlich nicht so weit hergeholt, weil ich mir am Anfang eben schon gedacht habe, es wäre cool. Ich habe mich nicht drüber getraut. Ich meine, mein Papa und mein Opa sind beide hinter mir gestanden, aber das hat mir dann den letzten Ruck dafür gegeben. Bei mir ist es auch nicht weit hergeholt. Also ich habe gar keinen in meinem Umfeld gehabt, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine starke Frau, die in einem technischen oder handwerklichen Beruf ist. Ich habe wirklich keine Beziehung dazu gehabt. Und es hat grundsätzlich alles verändert für mich, zu sagen, okay, man kann als Frau genauso, ich weiß nicht, auf den Baustelle gehen, man kann in einen technischen Beruf gehen oder irgendwas anderes machen, also in den Bereich machen. Mehr taffe junge Frauen wie Helene und Leonie, das wünschen sich auch Bildungslandesrätin Christine Haberlander und der Vorstandsvorsitzende der Energie AG, Leonhard Schitter. Eines ist klar, Mädchen sind genauso gut wie Burschen, auch wenn sie immer wieder Dinge wie du kannst das nicht oder das ist nichts für dich zu hören bekommen. Das sind zum einen oft sehr tradierte Rollenbilder, die hier zur Anwendung kommen, oftmals ganz klar formuliert oder manchmal auch sehr subtil. Und da wollen wir die Mädchen zum einen immunisieren und gleichzeitig aber auch ihr Selbstbewusstsein stärken, dass sie durchaus alles können, was immer ein Mädchen will. Die Wege stehen ihr offen, es auch auszuprobieren. Ich glaube, es wäre so schön, wenn wir da hinkommen, dass es nicht mehr diese Unterscheidungen geben muss zwischen Power Man und Power Women oder Power Boys und Power Girls. Nein, dass das für alle gleich ist, dass jeder diese gleichen interessanten Ausbildungsmöglichkeiten und Jobangebote hat und wir natürlich dann auch in der Situation sind, dass wir es hier wirklich gesagt haben und auch bewiesen haben, ja, Power Girls sind diejenigen, die uns genauso beflügeln, wie es aber auch die männlichen Kollegen sind. Viele motivierende Worte, die sich die Powergirls wohl gern mit nach Hause nehmen. Denn es gibt sie, die Technikerinnen, Chemielaborantinnen, Naturforscherinnen und Programmiererinnen von morgen. Es gefällt mir so viel, oder, dass ich gar nicht recht weiß, was ich nehmen soll, weil es so cool ist. Das heißt, das war so ein bisschen eigentlich eine coole Geschichte, weil es war so eine Mädelsgeschichte eigentlich, oder? Ja, genau. Mal ohne Bummer. Und Chef. Mir hat Löten eigentlich sehr gefallen. Ich würde das gerne nochmal machen. Also, es hat sehr gefallen im HTL, die Physikexperimente und so weiter. War sehr schön. Mir hat auch das Löten gefallen und die Experimente mit Joachim Hecker. Da haben wir auch ein paar Sachen gelernt und es war auch sehr lustig. Wenn ich es nochmal machen darf, dann darf ich es sofort machen. Ja, ich darf es auch machen. Und zwar, weil es einfach cool ist. Man kann immer Sachen probieren und man lernt da oft Neues kennen. Also da würde ich wirklich sagen, traut euch, lasst euch nicht einschüchtern, sondern macht es einfach, wenn es euch ein Ding ist. Schaut einmal andere Sachen an, wo ihr euch denkt, vielleicht sind es jetzt nicht mehr Ding, aber vielleicht da, wenn ihr es mal angeschaut habt. Also ich habe zum Beispiel auch ein paar Sachen mal gedacht, ich glaube, das ist jetzt nicht so mein Ding, obwohl es mich mega interessiert hat. Und das ist einfach mega toll.